Hallo liebe Zuschauer, willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute machen wir mal ein kleines Kochexperiment, mal wieder was mir mal so in den Kopf gekommen ist. Ich entwickle in diesem Video die legendären, allseits bekannten Spaghetti Bolognese ein wenig weiter. Ich habe mir da so ein kleines Rezept in den letzten Wochen einfallen lassen. Ich hatte irgendwann mal kurz nach Weihnachten bei Lidl sogenannte Nudelnester gefunden. Die waren schon um 30% reduziert, die wollte ich unbedingt haben. Ja, und damit mache ich das. Und wie das alles so funktioniert und ob das überhaupt funktioniert, werdet ihr in diesem Video sehen. Ich hatte leider unter der Woche vergessen, mein Kamera-Akku zu laden. Das werde ich gleich machen, nachdem ich das Outro für dieses Video gedreht habe. Und dann habe ich nächsten Sonntag eine volle Kamera, oder einen vollen Akku. Ich habe auch Ersatzakkus für diese Kamera, aber die habe ich auch nicht wiedergefunden. Die liegen wahrscheinlich irgendwie im Auto. Egal, muss ich mal neue bestellen, genauso wie Trennscheiben. Habe ich aus einer Woche vergessen. Egal, ganz viel Spaß mit diesem Video. Ich weise darauf hin, dass solche oder ähnliche Produkte, die ihr in diesem Video seht, unten in der Videobeschreibung verlinkt seht. Viel Spaß. So, heute alles mal ein bisschen schneller zusammengefechter. Ich hatte unter der Woche vergessen, meinen Kamera-Akku zu laden. Und darum machen wir es heute nur so ein bisschen schnell und dirty. Quick and dirty nannte man Lehrer aus dem Deutschen, das heißt immer. Ich weiß nicht, wie lange der Akku hält. Hatte ich ja letzte Woche oder irgendwann mal letzte Woche im Video auch schon mal angesprochen und ich hatte vergessen, meinen Akku zu laden. Ganz toll. Ja, wir gehen heute mal wieder so ein bisschen zu meinen Wurzeln zurück. Nenne ich es einfach mal. Früher habe ich ja sehr viel Mett gemacht, weil ich damals kein Geld hatte und Mett halt damals billig war. Heute kostet es 56 Cent mehr als damals. Aber immer noch recht günstig und man kann da viel damit machen und schmeckt halt immer gut. Wir machen im Prinzip Frikadellen mit Nudelnestern. Ja, die Idee hatte ich schon mal längst, schon länger mal und heute ist es ja nicht so weit. Wir machen dann eine Tomatensoße zu. Ich wollte eigentlich eine Currysoße dazu machen, aber schmeckt mit überbacken. Ist halt immer so ein bisschen eklig und Curry. Darum bilde ich einfach diese Tomatensoße. Ich mache zwei verschiedene Schärfe gerade, einen für mich und einen für meine Mutter. ja, ihr könnt die natürlich würzen, wie ihr das wollt. Ich nehme jetzt einfach hier für diese Soße an sich, nehme ich denke mit einem Salatgurkengewürzsalz. Das schmeckt mir ganz gut drin, passt auch ganz gut. Das Fleisch wird mit Bratwürstchengewürzsalz, Pfeffer und diesem wunderbaren Himalaya-Kristallsalz gewürzt. Das habe ich schon mal klein gemörsert gerade eben. Wenn ihr dieses Himalaya-Kristallsalz haben wollt, dann guckt unten in die Videobeschreibung. Dort verlinke ich euch auch unter anderem mein Kochmaterial, mein Video-Equipment und diese wunderbare Scoville-Soße. Für meine Muttersoße nehme ich diese ganz normalen billigen Jalapenos, aber auch nur wenig, weil so wenig scharf sind die gar nicht. Aber halt auch nichts gegen dieses Zeug. So, dann haben wir noch dieses Tomatenmark, das werde ich gleich hier mit reintun. Ich habe mir schon mal Zwiebeln geschnitten, weil ich habe keine Zeit mehr. Ich habe noch eine Stunde Zeit, das ungefähr. Und bis dahin muss das Video fertig sein. Muss das Frikadellengewürz sein und gebraten sein und überbacken sein. Zum Überbacken nehme ich dann diesen wunderbaren Raclette-Käse, der auf 1,99 Euro bei Kombi reduziert war und ich diesen davon drei Packungen gekauft habe. So, ich habe jetzt hier auf meinem Herd, der erstmal auf Stufe 9 von 9 steht, gleich reduziert wird auf Stufe 4 von 9, Butter mit den Zwiebeln. Ne, die Zwiebeln sollen ein bisschen Farbe bekommen. Und dann kommt gleich das Tomatenmark rein, der soll auch noch mit angeröstet werden und halt die Dosentomaten. So, währenddessen schneide ich schon mal ein paar Jalapenos. Nur so ein bisschen Alibi-Schärfe für meine Mutter und ich mache mir gleich mal Scoville rein. Ja, aber nur mit einem kleinen Haken, damit das ein bisschen mundfeiner ist. Gerade für Leute, die nicht gerne scharf essen, brauchen nicht so große Stücke von dem Mund zu haben. Bei mir ist das egal, aber... Jetzt wollte ich pürieren, da habe ich keine Lust, den Pürierstab abzuwaschen. So, ihr seht, die Zwiebeln schwitzen schon mal schön an. Butter ist schon geschmolzen, hat den Herd gerade auf Stufe 5 von 9 runtergestellt. Einfach, weil ich keine Zeit habe. So, dann kommen da die Jalapenos mit rein. Auch eben schön mit anschwitzen lassen. Ich würze das Ganze schon mal. Ich nehme das Himalaya-Salz, was ich hier schon mal klein gemacht habe. Die soll Salatgurkengewürze sein, immer zu essen, ist jetzt auch nicht so der Hit. Und dann mache ich noch ein bisschen Zucker rein. Ganz vergessen, das im Intro zu erwähnen. Zucker und Tomaten ist immer wichtig zu kombinieren. Den ruhig mit anschwitzen. Sage ich mal so als Nicht-Profi-Koch. Dann karamellisiert er halt leicht. Ich mache den Herd nochmal auf Stufe 7 nochmal. Dann nehme ich mir hier so eine kleine 70 Gramm Dose Tomatenmark. Die sind irgendwie billiger als diese Zahnpastatuben, nenne ich es mal. Warum auch immer. Ob da nun zwei- oder dreifach konzentriert ist, ich schmecke da keinen Unterschied. Mir geht es eigentlich nur um die Farbe. So, auch wenn mit anschwitzen lassen und dann ist das auch gut.
Dann kommen dann gleich die gehackten Tomaten rein. Und noch ein wenig Wein zum Ablöschen. So, ich gebe jetzt eine so eine Dose Tomaten rein. Gehackt. Ich finde das schöner, dass es ein bisschen stückiger ist. Das ist nicht jedermanns Sache. So, jetzt einmal schön köcheln lassen. Ich habe jetzt hier noch einen wunderbaren Qualitätswein. Wilhelm im Weinberg gab es mal bei Netto für 99 Cent diesen Liter Pack. Gibt es als trocken und als lieblich. Trocken schmeckt mir natürlich besser, aber zum Abkochen reicht auch dieser hier. Ja, einfach nur, damit wir so einen kleinen anderen Geschmack drin haben, mal noch ein bisschen Wein rein. Jetzt stelle ich den Herd endgültig auf Stufe 4 von 9 runter und lasse den einfach alles zusammen aufkochen. Und währenddessen würze ich mit euch zusammen das Mett. Und lasse ich jetzt schön leise vor sich hin simmern. Der Wein soll ein bisschen verkochen, die Zwiebeln soll ein bisschen eingehen. Ja, dann haben wir eine schöne Tomatensoße hoffentlich. Gucken, schmeckt das? Da muss noch Salz rein. Da muss noch ein wenig Salz rein. Und weil das eben so ein bisschen italienisch angehaucht ist, mache ich dann noch ein bisschen Oregano rein. Ich könnte noch ein bisschen Knoblauch reinmachen, aber ich habe keine Lust, den jetzt klein zu schneiden. Na gut. So, während wir dann das Mett machen. Also diese Schüsselset liegt direkt auch unten in der Videobeschreibung. Die schöne Edelstahlschüssel, die findest du schön. Sehen edel aus. Und ja, wir machen jetzt Frikadellen. Ich habe die Eier vergessen. Hier haben wir dann unser Mett. Da kommen gleich zwei Eier rein. Machen wir pro 500 Gramm ungefähr ein Ei rein. So, ein bisschen Salz. Dann noch ein wenig Brathähnchen Gewürzsalz. Habe ich mal gesagt, dieses hier Original von Ostmann schmeckt genauso wie das von Aldi. Das bedeutet teurer. Nur das hat er Paprika und Curry und keine Ahnung, was für Gewürze hatte mit drin. Das ist ja alles ein bisschen einfacher. Ja, und der Frische halt noch wegen ein bisschen Salatgurken-Gewürzsalz. Und natürlich Pfeffer. Das ist natürlich alles immer Beliebenssache. Ich finde, dass so ein Pfeffer, wenn es so ein bisschen eine besondere Frische gibt, darum hole ich das davon rein. So, ich habe das auch mal eben mit der Kaffeemühle gemahlen. Ging dann noch ein bisschen schneller. So, zwei Eier. Ich habe jetzt hier relativ kleine Eier. Aber besser kleine Eier im Essen als in der Hose. Ich habe sogar frisch welche beim Bauern gekauft. So, dann verpacke ich das eben. Jemand sagt, es schrieb mir schon häufiger in den Kommentaren, Mett kneten ist wie Tiere streicheln, nur später. Das war, glaube ich, Henry Melchow, glaube ich. Mit seinen Cadillacs. So, ich will da jetzt vier Frikadellen draus formen. Eine habe ich schon gemacht, bloß die Kamera hat nicht aufgezeichnet. Vier Frikadellen, ungefähr 250 Gramm. Die sollen so groß sein wie die Nudelnester, die da später drauf kommen. Ist ja logisch, dass die dann ungefähr die gleichen Dimensionen haben müssen. Passt das? Ja, sieht super aus. Wie gesagt, eine habe ich gerade schon gemacht, ohne dass die Kamera aufgezeichnet hat. Da kommt diese jetzt noch daneben. So, erste Drehung machen wir mal zusammen. Die sollen nur ein bisschen Farbe letztendlich bekommen, wie in der Pfanne. Und dann kommen die jetzt gleich nochmal in den Backofen wahrscheinlich. So, hier seht ihr jetzt die Nudelnester. Die werden wir gleich im gesalzenen Wasser, was ich schon gerade vorgekocht habe, einmal kochen. Und dann kommen die halt mit den Frikadellen und dem Käse zusammen in den Ofen.
Ja, jetzt kümmern wir uns mal um diesen Raclette-Käse hier. Kriege ich den auf? Mit einer Hand? Nein, kriege ich nicht. Der hat nicht so starke Rinden wie der von Aldi. Aber muss ich schneide den trotzdem immer mal ab. Nur hier seht ihr halt solche Ränder, das finde ich echt so schön. Ich weiß nicht, wie weit die wegschmelzen, bei dem von Aldi schmelzen sie nicht weg. Darum schneide ich die mal vorsichtigkeitshalber großzügig mit weg. Der Käse ist leider noch halb gefroren, weil ich vergessen habe, den gestern auszufrieren. Ja, eigene Blödheit. Alles vergessen, Akku vergessen. Kochpot brodelt schon, das Wasser hat gebrodelt, die Hulle. Ich gebe erstmal noch eine Ladung Himalaya-Salz rein und dann noch ein wenig Wasser, damit wir auch genug Wasser drin haben. Aber gerade im Wasserkocher vorgekocht, das geht schneller und spart Energie. Aber das habe ich schon ein paar Mal erläutert, glaube ich. Ich habe noch nie solche Nudelnester gemacht, muss ich gestehen. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Ich hätte mal hier mal die Packungsanleitung durchlesen können, aber das wäre ja zu einfach gewesen. So, dann nehme ich mir mal so eine meiner wunderbaren Frikadellen. Die sehen wirklich klasse aus. Ich weiß nicht, ob die so gut durch sind. Für mich sind sie wahrscheinlich schon durch, meine Worte nicht. Eine Frikadelle, da kommt gleich ein Nudelnest drauf. Aber bevor das Nudelnest da drauf kommt, kommt da erstmal was von meiner wunderbaren Soße oben drauf. So. Da kommt dann jetzt das Nudelnest oben drauf. Auf das Nudelnest, damit die Nudeln gleich nicht irgendwie hart werden beim Backen. Nochmal eine Ladung Soße. Dann tue ich da einfach was drauf von meinem wunderbaren Käse. Einen guten Raclette-Käse. Wie man sich denken konnte, sind diese Nudelnester schon auseinandergefallen. Aber immerhin habe ich sie aus Backblech bekommen. Dieses Backblech geht jetzt so, wie es ist, mit dem Käse. In dem Backofen habe ich auf 120 Grad vorgeheizt, damit das eben alles zusammen verschmilzt, die Frikadellen noch gar ziehen. Und dann werden wir was zu essen kriegen. Ich habe jetzt keine scharfe Version mehr von gemacht, weil ich keine Zeit mehr habe. Da hätte man ein bisschen mehr Käse drüber machen müssen. Aber für sich sieht das sehr gut aus, finde ich. Ja, ihr habt ja gerade gesehen, was ich da heute Mittag zubereitet habe. Wir haben es jetzt für mich halb 29.30 Uhr so ungefähr mittlerweile. Ich hatte es schon gegessen, das schmeckt ganz gut. Was natürlich wieder blöderweise passieren musste, was man sich auch denken hätte können. Beziehungsweise mit ein wenig mehr Zeit, aber hätte es nicht, wäre es nicht passiert. Die Nudeln sind durch das Backen hart geworden. Ich finde das so ekelhaft. Aber dadurch, dass ich sie auch in den temperierten, feuchten Ofen gestellt habe, sind die Nudeln auch wieder weich geworden. Also das Essen kommt man heute Abend besser essen, als heute Mittag, als es frisch wird. Leider Gottes, Kamera, Akku, Desaster, aber ging halt nicht anders. Generell schmeckt das Essen sehr gut. Die Frikadellen sind mir an sich ein wenig salzig geraten, muss ich gestehen. Das Himalaya-Salz salzt ganz gut, aber wenn es nicht salzen würde, wäre es ja auch scheiße. Schmeckt zwar nicht anders als normales Salz, aber ich mach das wohl. Das schmeckt super. Also geschmacklich kann man da nichts aussetzen. Also man hat halt den typischen Frikadellengeschmack. Das finde ich ganz schön. Ich esse gerne Frikadellen. Nudeln bin ich kein so großer Freund von eigentlich. Aber die Tomatensauce ist auch sehr gut. Sehr gut gelungen, finde ich. Die schmeckt wirklich schön tomatig. Der Weingeschmack kommt nicht so gut raus, aber hat eine leichte Süße, finde ich. Die Nudelsauce habe ich mit Absicht nicht ganz so doll gesalzen, weil ich schon mal beim Testen mit des Metz geschmeckt habe, dass jenes sehr salzig sein wird. Darum habe ich die Soße ein bisschen weniger gesalzen. Zusammen schmeckt das alles sehr, sehr gut. Muss ich wirklich sagen, viel besser als die ganz normale Spaghetti Bolognese. Bin ich kein großer Freund von, muss ich ehrlich sagen. Und die Tomatensauce ist mir wirklich gut gelungen. Frikadellen auch. Sind auch nicht übergart, sind nicht roh. Guter Zeitpunkt. Schmeckt mir wirklich gut. Ja, macht das nach, guckt noch in die Videobeschreibung. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und jetzt gehe ich dazu über, den Akku dieser hier zu laden. Und dann drehe ich nächste Woche eine vernünftige Episode für euch. Viel Spaß und danke, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Fühlt euch umarmt.